Mal Schwarzwald schon interviewen. Mal sehen, ob er wirklich integriert wurde. Ich habe letztens mit ihm einen Test gemacht, da habe ich relativ schlecht abgeschnitten. Ja. Jetzt werde ich versuchen, eine Revanche mit dem Fitness-Quiz zu machen. Komm. Schwarzwald John, ich habe einen Quiz vorbereitet. Oh. Jetzt gibt es die Revanche zum Integrationstest. Oh, nee. Pass auf, machst du mit? Ja, dazu. Aber. Wie viele Kalorien hat ein kleiner Designerbar? 100, 200 Pfund. Nee, 150, 160, kommt drauf an, welche Sorte. Aber wie viel Gramm Eiweiß hat denn ein Designerbar, ein kleiner? 30. 130. Was? Dicker! Das ist 13, Alter! Was hat mehr Kalorien? 100 Gramm Kartoffeln oder 100 Gramm Reis? Ja, das ist geil. Beide 100 Gramm Kartoffeln oder 100 Gramm Reis. Was hat mehr Kalorien? Ich denke 100 Gramm Kartoffeln. Nee, falsch. Ist alles gleich. Nein, Reis hat mehr Kalorien. Ja, wie kann das sein? Ja, weil Kartoffeln haben eine andere Dichte, eine andere Nährstoffdichte. Kartoffeln kannst du viel mehr essen. Ja, aber das kann man sehen bei uns. Was? Du bist deutscher Kartoffel, deswegen bist du sehr stark als ich. Ich hätte vielleicht mal mehr Kartoffeln essen sollen. Ja, Alter. Also Reis hat mehr Kalorien als 100 Gramm aber Kartoffeln. Normalerweise soll alles gleich. 100, 100 ist alles. Nee, eben nicht. Wenn das so wäre, stell mal vor, 100 Gramm Schokolade hat genauso viel wie 100 Gramm Reis. Ja, das stimmt. Dicker. Ja, das stimmt. Ja, aber Johannes, du musst auch wissen, ich bin jemand, der nur Donatella isst. Und ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin nicht so diese Theoriker, ich bin mehr Praktiker. Okay, pass auf. Ja. Kreatin als Kur oder immer nehmen? Immer nehmen. Immer nehmen, das ist gut, das ist gut. Richtig! Wie viel Kreatin sollte man denn nehmen? 7 bis 12 Gramm. So. 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, ja. Aber ja. 3 bis 5 könnten auch reichen. Okay? Aber ich nehme 7. Du nimmst 7, ja. Weil du immer eine Waage mit dabei hast und immer genau abwägst, wie viel Kreatin du nimmst. Ich mach Kopf. Hast du heute schon Kreatin genommen? Ich sag dir ehrlich, fast 3 Monate habe ich kein Kreatin genommen. Und habe meinen Subs auch seit 2 Tagen nichts genommen. Meine Kollegen auch. Kollagen-Peptides? Habe ich vergessen. Da stehen 5 Dosen, Alter, ohne Witz. Ja, dann nehme ich später, ja. Oh, Junge, Junge, Junge. Also wir haben jetzt hier den allerechten Johnny Cock und den werden wir jetzt hier mal ausfragen. Mal schauen, was er alles weiß. Wie ist deine Bildschirm? Ich glaube, er wird... Ich glaube, er weiß 50, schon Bescheid. 50-50, würde ich sagen. 50-50. Also, nicht weglaufen. Johnny! Ja, Paul! Wir haben ein paar Fragen an dich. Guten Tag. Wie lang ist dein Cock? Oh, das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, wenn man auf Diät geht, ist es halt, würde ich mal sagen, 2 cm Unterschied. Okay. Okay, interessant. Kommen wir zu den wichtigen Fragen. Ich erwarte jetzt ein kleines Fitness-Quiz. Okay. Wir fangen erstmal. Also ich dachte, das sind nur solche Fragen. Kreatin als Kur oder immer nehmen? Immer, Brasa. Das ist natürlich richtig. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel Kreatin solltest du nehmen? 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist auch richtig. Also Johnny weiß schon ein bisschen mehr wie Schwarzwald John. Ja, aber ist vielleicht auch nicht so schwer. Ne? Bis es dünner geht, ist John Weltmeister. Ja. Jeder hat seine eigene Spezialität. Bisschen schwierigere Frage. Wie viel Kalorien hat ein kleiner Designerbar? Das weißt du, komm, John. Das, ja, eigentlich, also er kann zwischen 170 haben, also 175 höchstens oder 163 hat, glaube ich, der Dark Cookie. Boah, das ist über gut. Wie viel Gramm Eiweiß? Zwischen 13 und 14 Gramm. Ja, richtig. Aber da siehst du, jemand trackt seine Kalorien. Ich weiß auch, wie schwer meine Tupperware ist. Leergewicht, 134 Gramm. Hast du nicht gerechnet, ne? Das war schon sehr akkurat. Nee, das war wirklich schon sehr akkurat. Also, präzise. Was hat mehr Protein? 100 Gramm Magerquark oder 100 Gramm Eiklar? Same. Du hast nochmal Zeit zum Entscheiden? Warte, 12,5 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, glaube ich, hat Magerquark. Das heißt, Magerquark hat auf 500 Gramm mehr, denke ich mal. Richtig, auf 100 Gramm? Magerquark hat mehr. Ein bisschen, aber auf jeden Fall mehr. Das war wieder so eine Fun-Frage, weißt du so. Ja, weil die biologische Wertigkeit von Eiweiß, von Hühner-Eiweiß ist ja gut. Ein Ei hat 10 Gramm Eiweiß ungefähr. Oder 11, aber 12,5 hat Magerquark ganz sicher. Oder 12,7 sogar. Haben wir einen Profi am Start? Ja, ja. Schwarzwald John. Ja. Welcher Muskel ist der größte Muskel? Welcher Muskel ist der größte Muskel? Am Körper. Am Körper, Rücken. Ja, Lat. Ja, aber es gibt noch einen großen. Black Genetics. You all got it. Rücken? Nein, nicht Rücken. Arsch. Und Arsch. Der Gluteus. Also der Arsch vom Volumen und der Rücken von der Fläche. Ja, okay. Weißt du? Nächste Frage, Schwarzwald John. Wer hat die meisten Mr. Olympia-Titel? Rooney Coleman, kennt ihn. Wer hat genauso viel? Er hat 9 und Phil Hit. Ja. Nee, Lee Haney. 8-mal. Lee Haney und Ronnie Coleman. Ja, Ronnie, ja. Die haben beide gleich viel. Ja. Bis jetzt muss ich sagen, John sieht schlecht aus, oder? Schlecht. Aber Hauptsache der Einbürgerungstest bestanden. Das ist jetzt eine Frage, die müsstest du eigentlich wissen. Yeah. Wie viel Gramm Protein am Tag für den Muskelaufbau? 1 bis 2 Gramm pro Kilo. Was hast du da so? Das ist, also es ist nicht falsch. Das ist aber eine gute Range. Einfach ist der Rim. Ja. Vom
kommt drauf an von wie Körpertyp. Ja, aber wenn du nur... Rudi Kohlmann hat damals 3 Gramm Dinge per Körpergewicht genommen. Mehr, mehr. Ja. Und wenn du oder ich... Als aber 1 Gramm ist, Bro, ist ein bisschen wenig. Ja, 1,5 kann man sagen. Ja, ja, du hast ja 1 gesagt. 1,8. Einfach mal pauschal abgerundet. Einfach 1 bis 2 Gramm. Ja, aber das passt so zu John, weißt du? Ich hab dir einen Ring gegeben, Johannes. Okay, ey. Aber Johannes, du weißt schon ganz genau, du kennst mich, du weißt, John ist ein Typ, er geht einfach in den Gym und ballert. Mehr will er ja nichts wissen, du weißt schon. Ich versuche zur Zeit ein bisschen, weißt du, was ich meine? Wie viele Köpfe hat der Beinbeuger? Was meinst du? Wie viele Köpfe? Ja, Beinbeuger. Da wird noch abgetastet. 5 oder 4. Was, 5 oder 4? Ja. Pass auf, ich gebe dir noch einen Tipp. Ja. Der Beinbeuger heißt ja auch Beinbizeps. Wenn er Beinbizeps heißt, wie viele Köpfe könnte er dann haben? Einer. Ja, wie viele Köpfe hat denn dein Bizeps? Meine Bizeps hat... Ich liebe dich, Jimmy. Du bist so süß. Okay. Also jetzt eine Frage noch. Wenn du die nicht weißt, dann ist echt kritisch. Wofür steht ESN? Allied Sport Nutrition. Er hat jetzt irgendwo da hinten... Nein, habe ich nicht gesehen. Ich hab seine auf die Tüte gegangen. Nein, aber das weiß jeder. Das Stimme ist, es heißt gar nicht Nutrition, es heißt Nutrients. Okay, aber weißt du... Aber Nutrition passt besser. Ja, wegen meinem Deutsch und so. Ich bin so... Ja, weil ist ja auch Deutsch. Nutrients ist ja auch total Deutsch. Ich bin sehr Deutsch und so. Weißt du, was ich meine? Aber... Ey, aber normalerweise... Als ein Influencer, wo man seinem Geld da verdienen muss, man solche Sachen wissen auch. Aber weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich, ich bin kein Influencer, ich bin einfach Entertainer oder so. Weißt du, was ich meine? Aber danke. Er wollte unbedingt mit 1, aber jetzt haben wir 1-1. Also abonniert auf jeden Fall mal Johns Kanal. Ey, wir haben 1-1. Wir haben Politik gemacht, Johannes. Ich habe ihn fertig gemacht. Es war wirklich schlimm. Das heißt, du solltest mit Fitness aufhören, lieber in die Politik gehen. Nein! Ich lebe in Deutschland. Ich bin bald Deutsch. Bald habe ich meinen deutschen Pass. Und mein Plan und mein Traum ist, ein Politiker zu sein, dass ich viel ändern kann. Uns Deutschen müssen wir die Politik übernehmen und unser Land verstärken und viel machen. Weißt du, was ich meine? John für Bundeskanzler. Hey, yeah! Welches proteinreiche Lebensmittel hat die höchste biologische Wertigkeit? Ist okay. Die höchste biologische Wertigkeit, was ein Lebensmittel hat, das ist eine gute Frage. Also ich denke entweder Aminosäuren einfach, also Lebensmittel. Wir reden jetzt von Chicken, wir reden von... Da können auch Pulver dazu gehören. Ich würde entweder EAAs oder Isoclear sagen, weil Isoclear ist ein vollständiges Protein, deswegen... Habe ich schon davor gesagt? Es ist ein Whey-Protein, du hast es eigentlich schon gesagt. Also jetzt eine Frage, die du als ESN-Athlet eigentlich wissen solltest, jetzt ohne dich hier irgendwo umzugucken. Wofür steht ESN? Elite Sports Nutrition? Elite Sports Nutrition? Elite Sports. Elite Sports Nutrients. Nutrients, nicht Nutrition? Nutrients. Völliger Schwachsinn, wir machen Supplemente. Wir machen keine Mikronährstoffe, sondern wir haben Supplemente mit Mikronährstoffen. Beliebt ist der Isoclear-Geschmack bei ESN? Also es war mal Green Apple, dann war es mal Peach. Aber das Favorit einfach, der meist verkauft wurde? Ja, der meist verkauft. Dann sage ich Peach. Ice-Tea Peach ist richtig. Ich muss sagen, der Kaktusfrucht finde ich richtig geil. Das ist im Moment so mein Favorite. Mhm. Der ist wirklich... Und Mystery Green ist auch geil. Also es sind halt einfach so geile Sachen. Ja. Steht unten in der Beschreibung übrigens alles drin. Besten Supplemente gibt es bei ESN. Mit Code Johannes könnt ihr natürlich maximal sparen. Auf Ehre, könnt auch die anderen Codes benutzen. Steht unten alles drin, habe ich schon mal gesagt. Hast du noch einen, komm. Was ist ein unilaterales Training? Unilaterale Bewegung, der Abwärtsbewegung. Einarmig musst du dir schon trainieren. Wir haben da vorne Manuel und den werden wir jetzt, denke ich, auch mal ausfragen. Mein Freund. Wie geht's? Alles fit bei dir? Soweit. Wir haben hier ein kleines Fitnessquiz. Ach, danke. Und ich würde dir jetzt hier mal ein paar unangenehme Fragen stellen, die du hoffentlich alle beantworten kannst. Ich fange jetzt mal mit einer ganz einfachen Frage an, die du hier als ESN-Athlet eigentlich wissen müsstest. Wofür steht ESN? Elite Sports Nutrition. Ich wusste es aber nicht lange, ohne Witz. Ich weiß es noch nicht so lange. Elite Sport Nutrition? Das ist falsch. Der Name ESN ist Elite Sports Nutrients. Ah, okay, ist dasselbe. Ich habe es noch nicht gewusst. Ja, aber auf den Kissen steht es auch. Es geht beides, glaube ich. Es ist verrückt. Kreatin immer oder als Kur nehmen? Immer. Richtig. Easy, ja. Und wie viel Kreatin sollte man nehmen? Circa, also 5 Gramm sollte jeder am Tag nehmen. Okay, es gibt auch die Berechnung pro Kilogramm Körpergewicht. Wie viel war das nochmal? 0,1, okay. Aber ich würde sagen 5 Gramm pro Kilo, also 5 Gramm für jede Person, so Pi mal Daumen kann man sagen, oder? Circa. Hauptsache, du hast den Speicher ein bisschen voll. Traust du dich, jemand anzusprechen? Entschuldigen Sie, Entschuldigung, Herr Akona. Sprich Sie bitte mit Herrn Akona an.
Herr Kona. Wir machen hier ein kleines Fitness-Quiz und dürfte ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Ja, ich habe heute nicht geschlafen, Alter. Komm, ein, zwei. Ja, komm. Komm, ein, zwei Dinger. Fangen wir mit einer... Soll ich einfach mit einer... Oder direkt... Du suchst aus. Okay. Versuch also, was Schweres. Wie viele Kalorien hat eine Tafel Schokolade? Ich würde sagen so 500. Ja, von 520, 530. Hier. Okay, pass auf, wir waren gestern essen. Ja, muss man kurz erzählen. Schon bekommen. Ach so. Aber nicht alle. Welcher Makronährstoff hat die meisten Kalorien? Fett. Sehr gut. Ja, sehr klar. Hättet ihr auch gewusst, oder? Hättet ihr auch gewusst. Ist nicht umsonst so. Wie viel hat Alkohol? Keine Ahnung, ich trinke nicht. Sieh mal, Alkohol hat auch Kalorien, vergessen immer viele. Trinkt lieber Isoclear. Welcher Makronährstoff hat die meisten Kalorien? Fett. Ah, gut. Als Wettkampfathlet weiß man das, ne? Ja, in der Schulabbrecher natürlich. Wie viele Köpfe hat der Beinbeuger? Einen. Gib ihm nochmal einen Tipp. Dein Bizeps hat wie viele Köpfe? Drei. Okay, da kommt der Schulabbrecher jetzt wirklich raus. Was ist denn los mit dir? Warum heißt er Bizeps? Bizeps und Trizeps, wie viele Köpfe? Zwei. Der Trizeps hat zwei? Tri, denke mal logisch an. Ja, drei. Wie viel hat der Bizeps? Zwei. Wie viel hat der Beinbeuger? Der Beinbizeps? Auch zwei. Let's go! Nochmal gerettet. Ja. Naja, ob das Retten ist, weiß ich nicht, aber... Okay, nächste Frage. Wie viel Kalorien hat ein kleiner Designerbar? 194. Ich bin ehrlich, ich esse nicht so oft momentan Designerbars. 160 irgendwas, oder? Ja, 164 kann das sein. So, je nachdem, welche Sorte. Ja? Wie viel Gramm Eiweiß hat der kleine Riegel? 16. 13. Er isst offensichtlich nicht so viele Designerbars, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, real talk, manchmal stehe ich mit der Intention auf, einfach so eine ganze Packung wegzufressen. Ja. Hast du das auch, ja? Ja, ich habe manchmal... Johannes, ich esse am Tag eine ganze Packung manchmal. Ernsthaft? Nein, nicht... Ah, komm, Alter. Der kleine Körper verdaut das mit Johannes, Sicherheit nicht. Du weißt, du hast keine Ahnung. Ich esse viele Designerbars. Ja, unterschätzt das mal nicht. Okay, eine richtige Frage will ich jetzt noch haben. Okay, eine richtige Bodybuilding-Frage, die du eigentlich wissen müsstest. Wer hat die meisten Mr. Olympia-Titel? Wer ist denn der König, Alter? Jetzt wird es echt unangenehm. Ronnie Coleman? Ja. Und? Ja. Gott sei Dank. Also, aber teilt sich. Also das sind boah, Junge, ich komme in Schwitzen, Alter. Die teilt er sich mit jemand anderem. Wenn er Ronnie Coleman schon nicht wusste, wird er auch die Haney nicht wissen. Ronnie Coleman wusste ich, aber den anderen nicht. Was hat mehr Protein? 100 Gramm Magerquark oder 100 Gramm Eiklar? 100 Gramm Magerquark. Hast du dir gut gemerkt, oder? Hab ich mir gut gemerkt. Hast du ihm die auch schon gestern gestellt? Oder? Ja, ein paar habe ich schon gestellt. Ach so. Das Witzige also, ich habe ihn... die Fragen stellen, du weißt, welche du noch nicht hast. Ja, okay, stimmt. Ja, gut, ich hoffe. Komm, eine noch. Welches proteinreiche Lebensmittel hat die höchste biologische Wertigkeit? Eier. Ah, ja. Ja, Moment. Vollei, richtig. Aber es gibt tatsächlich etwas, was noch mehr hat. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Es ist kein klassisches Lebensmittel, aber eigentlich obwohl mittlerweile schon. Meinst du jetzt Eiweißprotein? Ja, Molkenprotein, Weltprotein. Hat 106, ein Vollei hat 100. Wir gehen immer von 100 aus beim Vollei. Designer Way, Isoclear, beste. Am besten noch Leon Cereal, aber das will ich nicht nehmen, weil das ist zu wenig Eiweiß drin, das rausschmeckt. Schmeckt aber am besten. Ja, schmeckt Mann. Am besten, ja. Das Ding ist, wenn etwas zu gut schmeckt, wurde meistens, lassen wir das. Ja. Hat mich sehr gefreut, Herr Akona, ebenso. Robin. Gut erzogen, die Jungs, ja. Prima. Das würde ich gerne einmal hier benutzen für unser Fitnessquiz. Oh nein. Ich bin blond. Ja, deswegen ja. Du hast jetzt alle Klischees zu widerlegen. Aber ich bin mir sicher, du schaffst das. Was hat mehr Kalorien, 100 Gramm Kartoffeln oder 100 Gramm Reis? 100 Gramm Reis. Richtig. Oh. Ich verkriege die ganze Schwitze. Der Angstschweiß. Wie viel Gramm Eiweiß hat ein Designer bei auf 100 Gramm? 30 Gramm haben ja 25 Gramm Eiweiß. Ja. Ja, so kann ich sagen, so 78 ungefähr. Ja, ganz genau, gut gerechnet. Weil sie macht immer einen Scoop und wir Männer machen immer auf 100 Gramm. Kreatin als Kur oder immer nehmen? Immer. Klar. Logisch. Auch als Frau? Ich nehme seit 2,5 Jahren jetzt mittlerweile. Welcher Muskel ist der größte am Körper? Boah, ich glaube, war das der Gluteus Maximus? Ja, auch. Und es gibt noch irgendwas, glaube ich, was so. Warte. Kannst du ja mal kurz umdrehen, dann sehen wir auch, ob das bei dir der Fall ist. Mein Booty ist nicht sehr krass. Ah, Alter. Come on. Schön, Scrunch OAs-Hosen. Die zaubern dir halt was, wo nichts ist, ne? Aber es ist nicht nur der Hintern vom Volumen, sondern auch. Ja, warte doch mal. Der Rücken von der Fläche her. Okay, Wahnsinn. Dabei hast du so einen massiven Latt. Ja, stimmt. Wir kommen in den heiligen Hallen von ESN. Wir haben direkt unser nächstes Opfer gefunden. Das ist quasi dein Boss. Ich bin Boss. Hallo, Herr Burger. Hallo. Robin? Hi. Robin Willer ist auch bei ESN übrigens. Ja. Wir haben ein paar Fitness-Quiz-Fragen für dich vorbereitet. No. Jetzt werden wir mal gucken. Oh, jetzt wollen wir noch mal schauen. Hier. Wie viele Kalorien hat der kleine Designer-Bar? 174.
Sehr gut. Was hat mehr Kalorien? 100 Gramm Kartoffeln oder 100 Gramm Reis? Mehr Kalorien hat Reis. Yes. Was hat mehr Protein? 100 Gramm Magerquark oder 100 Gramm Eiklar? Magerquark. Ja, richtig. Ja gut, aber du bist so lange im Game. Profi. Wie viel Gramm Eiweiß brauche ich denn am Tag für Muskelaufbau? 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Jawohl. Welcher Makronährstoff hat die meisten Kalorien? Fett. Ja. Ja. Richtig aufgeregt, Alter. No pressure, no pressure. Was ist ein unilaterales Training? Wenn man halt nur eine Seite trainiert, ne? Ganz genau, ja, richtig. Ja. Oh, jetzt kommt was Kniffliges, pass auf. Ja? Welche Position wird bei den RDLs maximal überladen, bei dem rumänischen Kreuzheben? Die gedehnte oder die verkürzte? Die hier, was ist das? Gedehnte. Gedehnte, jawohl! Mann! Welcher Split ist der beste? Die richtige Antwort ist das, was dich am meisten motiviert und am meisten durchzieht. Das, was am meisten Spaß macht. Ja. Gesamtvolumen pro Woche ist entscheidend. So, welcher Muskel ist der größte? Der größte? Puh. Arsch? Ja, vom Volumen her. Und da gibt es aber noch was, was du sagen könntest. Der Rücken, Alter. Ah, stimmt. Ja. Wer hat die meisten Mr. Olympia-Titel? Ronnie Coleman. Ja. Und wer zieht gleich? Wer hat auch gewonnen? Jay Cutler. Nein. Wer zieht gleich? 3, 2, 1. Lee Haney. Ah, nee, wüsste ich nicht. Digga, was ist denn das für ein geiler Rucksack? Kannst du das mal bitte tun? Andere Reize steht noch an der Bühne. Warum hab ich den nicht? Ja, du kriegst den noch, aber ich hab ihn auch nicht. Okay, da haben wir schon das nächste Opfer. Hi, servus. Noch nie in echt gesehen. Die Masse musst du erstmal draufpacken. Ja, das ist wirklich. Können wir gleich mal. Von ihm hätten wir mal den Bizeps messen müssen. Das ist hier übrigens meine kleine Quiz-Elfe, der liebe Robin, 16 Jahre jung. Cool. Der wird jetzt ein paar Fragen stellen. Wir wollen mal gucken, wie gut du dich auskennst mit Fitness und Kraftsport. Schon okay. Ewig lange dabei, Tim Budesheim, keine Ahnung. Ist das für deinen Kanal? Ja, ja. Geil. Also ich muss auch ganz kurz mal sagen, es ist, mal ihn in echt zu sehen, ist halt wirklich geisteskrank, weil er hat Oberarme wie ich Oberschenkel. Das ist brutal. Kreatin als Kur oder immer nehmen? Immer. Wichtig ist auf jeden Fall regelmäßig. Ich würde sagen, Pauschalaussage 5 bis 10 Gramm. Je nach Körpergewicht, ne? Ja, ja, gibt Körpergewicht, aber ist halt schwierig. Wenn jetzt zum Beispiel einer hat jetzt irgendwie 20 Kilo Fett oder so. Ja. Wenn man dann diese Körpergewichtsregelung macht, ist genauso wie mit diesen 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn jemand 130 Kilo wiegt, hat aber viel Fett, kommt das auch nicht ganz hin. Aber da spielt es auch keine Geige. Der Körper produziert selber Kreatin pro Tag. 1 Gramm über die Kreatinkinase, im Alter nimmt die übrigens ab. Und ganz, ganz wichtig ist halt eben regelmäßig zu sich zu führen. Deswegen kann ich immer empfehlen, jeden Morgen ein Daily zu trinken. Da ist Kreatin drin. Oder sich das selber zu mischen mit Kreatin. Und meine Routine ist dann zusätzlich nach dem Training nochmal im Shake, noch mal im Shake Kreatin reinzumachen. Hier, ihr beide, ihr habt jetzt. Komm her hier! Komm, Matze, komm her hier! Ihr habt jetzt die Chance, zusammen abzustimmen und die Fragen zu beantworten. Wir haben Fitness-Quiz und ihr könnt hier Gutscheine gewinnen. Von ESN. So dramatischer, wer wird Millionär-Musik? Ja, natürlich. Ja, das nächste geht nicht wegen dem Ton, wegen dem Ton. Also, pass auf. Ich hab doch richtig eingespielt. Ja? Im Hintergrund. Ja, gut. Nee, das ist zu laut. Hat David nicht in deinem Video gesagt, er entschuldigt sich schon für die Tonmänner oder so? Das übernimmt er jetzt einfach so. Quasi. Ja, 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 ja. Wie viele Kalorien hat ein kleiner Designerbar? 332. Dicker! Kannst du Snickers essen? Also wir sehen. Nee, 147. Ja, sowas, 150, 160, genau. Ja, ja, ja. Wisst ihr, warum er Michi the Box heißt? Weil er einfach wirklich aussieht wie eine Box. Es ist so unfassbar. Ich weiß nicht, ob das in die Kamera rüberkommt. Das ist total irre. Aber habe ich doch bestanden, die Frage. Ja, im Prinzip schon. Ja. Was hat denn mehr Kalorien, Michi? 100 Gramm Kartoffeln oder 100 Gramm Reis? Achso, 100 Gramm Reis. Ja. Was hat mehr Protein? 100 Gramm Magerquark oder 100 Gramm Eiklar? 100 Gramm Eiklar. Magerquark. Ah, na, Magerquark. Ja, ja, richtig, ja, stimmt, der buckige Matze. Ja, wie viel Gramm Eiweiß hat ein Designer bei auf 100 Gramm? So im Schnitt. 80. Ja. Welches proteinreiche Lebensmittel hat die höchste biologische Wertigkeit? Fleisch. Nein. Nein. Dann ein Whey-Isolat. Ja. Oder Konzentrat auch. Oder auch Konzentrat. Also Molkenprotein tatsächlich. Molkenprotein, ja. Nächste ja. Frage. Welche Position wird beim RDLs, also Romanian Deadlifts, maximal überladen? Maximal überladen wird die gedehnte Position. Richtig. Supergeile Übung für fette Hammies. Und wichtig ist immer, Stange ganz eng an den Schienbeinen runtergehen lassen, also ganz eng am Körper. Und dabei die Hüfte richtig nach hinten schieben. Richtig den Arsch hinten rausstrecken, wie wenn euch einer einen Klaps drauf geben will. Und niemals bis ganz hoch ziehen und oben verweilen, sondern immer in der Spannung bleiben. Das heißt, hochziehen maximal bis hier. Ah, den Arsch nicht anspannen. Wo alles voll unter Spannung ist, den,
die Glutes, die Hams und den Rückenstrecker und dann wieder runtergehen. Michi, du als Profiathlet, wie viel Kreatin sollte man nehmen? Das ist ja 10 Gramm am Tag. Immer. 5 Gramm oder 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Beides geht, okay, voll okay. Welches proteinreiche Lebensmittel hat die höchste biologische Wertigkeit? Milch? Auch nicht. Vollei, genau, aber es gibt noch was, was mehr hat. Ist ja, es könnte man auch als Supplement bezeichnen. Es ist kein Supplement. Ein Whey-Protein-Konzentrat hat 106, ein Vollei hat 100. Ja, aber Whey-Protein-Konzentrat ist ja kein Lebensmittel. Na doch. Na, was ist ein Whey-Protein? Ein Supplement oder ist es? Das ist ein Lebensmittel. Das ist ein Lebensmittel, Bro. Ja. Das ist aber eine geschickt gut eingebaute Produktplatzierung. Product Placement. Natürlich. Code, mit dem Code Johannes und in der Beschreibung. Welche Position wird bei den Romanian Deadlifts maximal überladen? Die gedehnte oder die verkürzte? Ja. Da hat er nicht groß nachdenken müssen. Jetzt kommt nochmal ein ganz kniffliges Ding. Achtung. Welcher Makronährstoff wird primär als Energielieferant genutzt? Kohlenhydrate, Fett, Wasser, Protein oder Vitamine? Kohlenhydrate. Aber er hat sich kurz verwirren lassen. Matze war kurz unsicher. Die Frage erübrigt sich eigentlich. Wofür steht ESN? Elite Sport Nutrition, hat aber einen anderen Ursprung. Tada! Nutrients, ne? Ja. Das aber ist eigentlich der erste. Der erste das war, aber ich denke, ich meine, wenn nicht du, wer denn dann? Also wirklich, Matze. Urgestein, man kennt ihn noch von Team Andro. Wir haben schon Videos gedreht, das war 2007. 2007 haben wir schon Videos gedreht. Also du wusstest auch, dass es nicht Sport Nutrition ist. Also ich kenne die Geschichte tatsächlich. Also Freunde, das soll jetzt nicht respektlos klingen, aber es war mal ganz lustig, jemanden auch in meiner Größe hier zu finden. Also normalerweise sind die immer alle sehr viel größer als ich, aber er war sogar ein bisschen kleiner. Ja, so, Michi, ja. Ist aber dafür auch doppelt so breit, ne? Ja, das stimmt auch. Wahnsinn. Aber da habe ich mich mal groß gefühlt. Ja, sehr gut. Also mein persönlicher Sieger ist jetzt für mich Tim Budesheim. Ja. Johnny war natürlich auch stark, aber Tim hat halt auch sehr viel technisch erklärt, wo ich auch sagen und muss. Und Benny war auch nicht verkehrt. Benny war auch stark, aber von Tim Budesheim konnte ich ja zum Beispiel auch viel lernen. So. Ja, das rausgehauen mit dem Kreatiner so. Die Kreatinkinase und so, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt reingeschnitten haben. Keine Ahnung, weil das war ja schon viel zu viel Content. Wir wollen ja mit unseren Videos Menschen unterhalten. Und wir hoffen, dass uns das auch gelingt. Ja? Dann gebt also gerne mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bringen wir weiter Content von der FIBO, Leute. Natürlich. Denn die fängt erst jetzt richtig an. Ja, morgen geht das richtig los. Oh mein Gott. Und heute will ich mich noch mit der Gummibärchenbande auf den Weg machen und euch mal bewerten lassen von Profis. Was die zu eurem Potenzial, ja, hoffentlich finden wir auch welche, die das mitmachen und die sagen, was wissen wir mit den kleinen Jungs hier, was soll denn das? So, das kann ich nicht ernst nehmen. Ja. Aber jemand, der Ahnung hat, und dann aber gut, das seht ihr im nächsten Video. Tschüssi.